Das ist der islamische Glaube. Von daher braucht man dann nachher nicht mehr zu fragen, ja, gefällt dir das oder gefällt dir das nicht? Derjenige, der dieses Ziel haben will, dem wird es gefallen. Du hast vielleicht einen Leistungssportler, der trainiert zweimal am Tag. Marathonläufer, also der läuft jeden Tag 10 Kilometer. Der macht das mit Genuss, weil der liebt diese Arbeit. Du erzählst das irgendeinem, der seinen Bierbauch hat und vor dem Fernseher sitzt und die Chips-Tüte in der anderen Hand. Was? 10 Kilometer am Tag laufen? Boah, ich bin doch nicht irre. Warum? Weil er hat ein ganz anderes Ziel. Deswegen kannst du nicht sagen, ach ja, mir würde es schwerfallen, ein Kopftuch zu tragen. Oder mir würde es schwerfallen, 5-mal am Tag zu beten. Oder mir würde das und das und das und das schwerfallen. Also kann diese Frau ja nicht glücklich sein. Es gibt Leute, die gehen jeden Tag ins Fitnessstudio. Und sagen, pumpen, boah, ist das anstrengend, 120 Kilo Bankdrücken. Ist doch schwer. Oder das ist doch langweilig. Aber diesem Mensch macht das Spaß. Warum? Weil der hat ein Ziel. Dem sein Ziel ist, im Sommer ins Schwimmbad zu gehen und gut auszusehen. Deswegen macht ihm das Spaß. So. Und übrigens, was ich so beeindruckend finde, dann kommen Leute, dann kommt die westliche Welt jetzt und die will dieser Frau ein anderes Ziel geben. Die sagt ja, guck mal, so wie du lebst, ist verkehrt. Ja? Erstmal, du musst auch so leben wie wir. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Lass das also ein bisschen liegen, ein bisschen Disco, ein bisschen dies, ein bisschen das. Das ist sehr gut. Und subhanallah, die meisten, die diesen Weg einschlagen, das sind irgendwelche Imanzen, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen. Glaub es mir. Beobachte die Bücher, die über Islam geschrieben werden und schau dir die Personen an, die da schreiben. Immer ein Bild hinten drauf, fast immer, 99%, immer ein Bild hinten drauf. Das Geltungsbedürfnis. Und dann, wenn du die Familienverhältnisse von dieser Frau anguckst, die hat selber mehr Probleme als alle muslimischen Frauen zusammen. Subhanallah. Das heißt, die soll erstmal sich selber retten und nicht versuchen, ein Wesen zu retten, das gar nicht gerettet werden will. So, und das ist die islamische Frau. So, das als allererstes. Und dann sieht man ja auch das Ergebnis, wenn wir uns anschauen, in Deutschland alle, und ich werde das nochmal wiederholen, damit es auch hängen bleibt, in Deutschland gibt es alle 47 Minuten einen Selbstmord. Alle 47 Minuten einen Selbstmord. Wer sind die meisten, die Selbstmord machen? Männer. Aber auf jeden Selbstmord von einer jüngsten Frau, warum sind das Männer? Weil die Frauen es meistens nicht schaffen, sich selber umzubringen. Aber auf jede junge Frau in Deutschland, die einen Selbstmord gemacht hat, kommen 40 Selbstmordversuche von einer jungen Frau. Und in welchen Ländern, Quiz, ist die Selbstmordrate am geringsten? In den islamischen Ländern. In den USA, wie viele Leute haben dort Depressionen? 20 Millionen. In Deutschland 4 Millionen. Heißt das, Menschen sind glücklich? Heißt das, Disco und so weiter hat sie glücklich gemacht? Wahrscheinlich nicht. So. Und wie gesagt, das ist alles auch viel Kritik. Ich habe schon gesagt, Kritik scheint irgendwie manchmal verboten zu sein. Ja? Und der nächste Punkt, den man ansprechen muss, das war die erste Wahrnehmung. Das erste Wahrnehmung, oder sagen wir, der erste Perspektivenwechsel. Die Perspektive des Ziels. Das Ziel der Muslimen ist das Paradies. Sie glaubt, dass der Weg ins Paradies der Islam ist. Das Ziel der Nichtmuslimen ist genau Ruhm, Reichtum, Macht, Gelüste und so weiter und so fort. Oder sagen wir nicht unbedingt der Nichtmuslimen, sondern der typischen westlichen Frau. Ja, ich glaube, eine Nonne hat auch ein anderes Ziel. So, jetzt kommen wir zum nächsten Perspektivenwechsel. Der nächste Perspektivenwechsel ist sehr eng verbunden mit dem ersten Perspektivenwechsel. Das ist die Wahrnehmung. Das ist die Wahrnehmung. Ich habe eben schon gesagt, man nimmt eine Sache unterschiedlich wahr, wie mit dem Regen. Und ich gebe da mal ein Beispiel. Ich habe mich mal mit einer Frau unterhalten, eine Lehrerin. Traut, dass so ein Wort aus dem Mund einer Lehrerin kommt. 30 Jahre alt, ein Kind, seit 10 Jahren mit ihrem Freund zusammen. Ich meinte zu ihr, warum heiratet sie ihren Freund nicht? Dann meint sie zu mir, ja, vielleicht finde ich ja noch jemanden, der mir besser gefällt. MashaAllah. Jetzt. Habe ich zu ihr geredet, die optimale Frau ist eine Frau, die 5 bis 10 Kinder haben will und so weiter. Für mich
Da meinte sie zu mir, da muss man eine Frau haben, die keinen Grips im Kopf hat. Weil eine Frau, die Grips im Kopf hat, die will sich selber verwirklichen. Mashallah, du hast dich selber verwirklicht. Seit 10 Jahren mit deinem Freund zusammen, noch nicht verheiratet. Und ein Kind. Vielleicht findest du noch was Besseres. Was heißt Selbstverwirklichung? Hat man schon mal darüber nachgedacht, dass vielleicht die Selbstverwirklichung der Frau, der islamischen Frau ist, Kinder zu bekommen und die groß aufwachsen zu sehen? Was gibt es Schöneres? Ich frage hier jemanden, der ein Kind hat. Was gibt es Schöneres, als zu sehen, wie seine Kinder aufwachsen? Was gibt es Schöneres als zu Hause, dieser Zusammenhalt, diese Familie und so weiter? Gibt es etwas Schöneres? Also auf jeden Fall ist eine der schönsten Dinge für denjenigen, der Kinder hat, der wird mir sicherlich zustimmen. Ja? Das heißt, hast du schon mal darüber nachgedacht? Und jetzt kommt das große Problem, was wir bei vielen Leuten sehen, aus der westlichen Perspektive. Es ist so, dass jetzt die optimale Frau diejenige ist, die arbeiten geht und Karriere macht und was zu sagen hat. Und man versucht, eine Konkurrenz zwischen den Geschlechtern aufzubauen. Schafft die Frau dasselbe wie der Mann? Aber das gibt es gar nicht im Islam. Wisst ihr, wo das schon anfängt? Das fängt schon im Kindergarten an. Jungs gegen Mädchen. Wir spielen heute das Spiel Jungs gegen Mädchen. Das hat bestimmt schon jeder hier gesehen. Jungs gegen Mädchen. Das gibt es im Islam gar nicht. Das heißt, diese Frau nimmt diese Frau wahr, sagt, guck mal, die ist ja Hausmütterchen, die sitzt nur zu Hause. Dann ist die ja nichts wert. Warum? Weil sie in ihren Augen nichts wert ist. Aber die Frau hat vom Islam, kriegt von den muslimischen Leuten ein ganz anderes Feedback. Was für ein Feedback? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es kommt ein Mann zu ihm, er sagt, Man haqqu nasi bi husni sahabati. Wer von den Menschen ist es am meisten wert, dass ich ihm treue Gefolgschaft schuldig bin, ihm Liebe und Ehre zeige? Wer? Was sagt er? Ummuk, deine Mutter. Dann sagt der Mann, und wer dann? Dann sagt er, Ummuk, deine Mutter. Dann sagt er, und wer dann? Ummuk, deine Mutter. Und dann sagt er, wer dann? Dann sagt er, dein Vater. Das heißt, guck, diese Ehre, wo kriegt die Frau diese Ehre? Das heißt, die Frau kriegt in der Gesellschaft die Goldmedaille, die Silbermedaille, die Bronzemedaille. Und der Vater kriegt den vierten Platz, kriegt er. Wie bei Olympiade, der nichts mehr wert ist. Das ist erstmal das, was man verstehen muss. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, guck mal, ich sehe das als etwas Schlechtes an, dann sehen die Leute auch etwas als schlecht an. Jetzt zu einigen Punkten in den historischen Kontext reingebracht. Als allererstes mal die Rechte der Frau im Islam. Da wollte ich das mal vergleichen mit den Rechten der Frau in den vorherigen Gesellschaften. Das mache ich nicht, um zu zeigen, ach ja, guck mal, vorher war es noch viel schlechter, dann hat der Islam ja einige Verbesserungen gebracht. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass man ein tiefgründiges Verständnis bekommt. Ja? Erstmal in der alten arabischen Welt, ja, wenn der Mann gestorben ist, die Frau wurde weitervererbt. Der Islam hat es abgeschafft. In der arabischen Welt, vor dem Islam, gab für die Frau, wenn der Mann sie geschieden hat, ein Verbot, dass sie danach heiraten darf. Der Islam sagt, das ist Dhulm, ist eine Ungerechtigkeit. Was hat der Prophet zu Ungerechtigkeit? Ittaqu Dhulm, fa inna Dhulma Dhulumatun yawm al-qiyamah. Hütet euch vor der Ungerechtigkeit. Denn die Ungerechtigkeit wird zu Finsternissen, nicht zu einer Finsternis, zu Finsternissen führen am jüngsten Tag. Das ist eine Ungerechtigkeit laut Islam. Dann, sie hatte keine Auswahl bei der Partnerwahl. Ich wollte da nachher auch nochmal drauf kommen, Zwangsheirat. Islam ist die einzige Religion, die einen speziellen Text hat, der die Zwangsheirat verbietet. Der Prophet sagt, إِذَا أَرَادَ حَدُكُمْ يُزَوِّجُ إِبْنَتَهُ فَلْيَسْتَمِرْهَا. Wenn jemand seine Tochter verheiraten will, dann darf er das nicht machen, wenn sie dagegen ist, sinngemäß. Gibt es Zwangsheirat unter den Muslimen? Ja, gibt es. Ist es vom Islam? Nein. Gibt es Zwangsheirat unter den Christen? Gibt es auch. Fahren wir nach Sizilien und so weiter. Gibt es auch.